super. Gerne. Ja. Komm, danke. Sie hat sich bedankt, weil wir Sitzplätze für eine Familie mit kleinem Kind getauscht haben. Deswegen. Nein, die hat sich einfach nur bedankt, weil wir so tolle Menschen sind. Aren't the clouds beautiful? They look like big balls of cotton. I could just lie here all day and watch them drift by. If you use your imagination, you could see lots of things in the cloud formations. What do you think you see, Lion? Wir sind sicher in Reykjavik gelandet. Hier ist tolles Wetter, 30 Grad in der Sonne und nichts um uns herum. Die Sonne scheint so heiß. Dafür sind wir ja hier. Für nichts. Für die Düsternis. Für nichts. Das ist einfach auch ein Vlogger. Das ist bestimmt so ein richtig berühmter. Okay, jetzt stehen zwei Leute vor ihm. Ich komme nicht durch diesen kleinen Bus durch. Das ist so der kleinste Bus der Welt. Nachdem wir jetzt 10-mal im Kreis gefahren sind, Neuer Notfall. Wir erreichen Helga nicht und Helga sollte eigentlich uns die Tür aufmachen. Jetzt stehen wir hier ohne eine Helga und vor einer verschlossenen Tür. Helga! Was ist das schon wieder, Mann? Warum immer wir? Helga! Wir sind heute nur am Rumlaufen durch Reykjavik. Wir sind einfach rumgelaufen, ganz umgeschlagen im Café. Genau, dann haben wir uns in den Café gesetzt, gelesen. Das war so sau das coole Café. Das war so, da hingen so Zeitschriften rum und Bücher und das war so voll. Da konnte man einfach den ganzen Tag drin chillen. Und das haben wir so lange nicht mehr gemacht. Einfach irgendwo reinsetzen und so einfach mal sitzen bleiben ein paar Stunden. Heute wird einfach der chilligste Tag seit 5300 Jahren. Ich freue mich drauf. Obwohl gestern war ja auch schon mega chillig, ne? War mega chillig, aber heute wird noch chilliger. Wir sind richtig dick angezogen. Ich möchte das mal demonstrieren. Ich habe unter dieser Hose noch eine Jeans. Denn es wird vielleicht kalt. Wir versuchen mal Nordlichter zu finden. Heute soll die Chance einigermaßen hoch sein. Aber es ist bewölkt. Die Chance, guck mal, die Chance, also beziehungsweise die Aktivität ist gerade high. Aber die Wolken sind auch high. Die Wolken sind, nee, die sind zum Glück low. Aber viele Wolken. Hä, warum sehe ich immer rot aus in dieser Kamera? Bin ich rot? Mhm. Wir dachten so, wir laufen ganz gemütlich abends rum, versuchen unser Glück. Jetzt haben wir einfach so ein Ticket auf so einem Boot ergattert, ey. So richtig spontan, mussten warten, ob jemand noch vielleicht nicht kommt, damit wir die Tickets bekommen. Haben sie bekommen. Jetzt fahren wir mit einem Boot und versuchen Northern Lights zu sehen. Yes! Wir haben ja wohl die geilsten Plätze. Da hinten ist mega voll, die stehen alle da vorne. Wir sind einfach hier rumgegangen. Titanic-Szene. Oh, guck mal, wow, hier wie vorne. Schnell die weggefahren sind. Wir sind ja einfach mit den Chefs vom Boot. Ich glaube, das sind gar nicht die Chefs vom Boot, das sind einfach auch irgendwelche Touristen, oder? Weil die haben sich gerade diese Klamotten ausgezogen und sehen jetzt so saunormal aus. Aber wer ist das denn? Und wir haben so getan, als wären das so voll die... Ja, weil die uns gefragt haben, so, boah, geil, habt ihr noch Tickets bekommen? Wir so, ja, ja. Ja. Hä? Das sind Touristen. Ja.
Da vorne steht noch eine mit einer gelben Jacke, die wir gefragt haben, ob wir überhaupt hier hoch dürfen. War auch ein Die hat auch so gesagt, so, hä, woher soll ich das wissen? Geh halt einfach. Ich sag, was ist denn das für ein Mitarbeiter, ey? Ey, heute so eine Bootstour, von der wir viel zu spät zurückkommen und morgen richtig schön müde Wir müssen morgen um 8 Uhr morgens aufstehen und Gletscher besteigen. Ich muss um 6.30 Uhr aufstehen, weil ich duschen gehen muss. Schön. Egal, Hauptsache Nordlichter sehen. Ja, echt. Ich auch gar keine. Ja, wahrscheinlich. Das ist nicht mal sicher. Aber ja, ist ja egal. Hauptsache die Chance irgendwie nutzen. Ja. Kann ja sein. Also leider, es ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass wir heute noch diese Lichter sehen. Aber dieser Entertainment liest uns ein Gedicht vor gerade. From the seventh heaven to the ocean horizon, the sun stands up on an open stage. Arce mir prilet, minne hürdunken, auf die schwarzen Sanden leid. Schwiele kleiner Dinkereit. Also wir haben keine Northern Lights gesehen. Noch nicht. Vielleicht sehen wir die morgen. Aber morgen gehen wir auch erstmal über den Gletscher wandern und so. Das kommt dann alles noch in anderen Videos. Wir müssen schnell schlafen gehen, weil wir haben schon nach 1. Und unsere Gletscherwanderung, die holen uns morgen um 8 Uhr ab. Und ich würde uns hier Spaß. Aber das Coole ist, auch wenn wir keine Nordlichter gesehen haben, wir haben wieder Menschen aus anderen Ländern kennengelernt, mit denen wir einfach die ganze Zeit geredet haben. Mega. Das war wieder richtig cool irgendwie. Haben uns so ausgetauscht. Und ich habe hier noch so ein Ticket. Und damit kann ich diese Tour, weil die nicht erfolgreich war, noch gegen eine Whale-Watching-Tour eintauschen oder einfach nochmal nur Whale-Watching! Ja, deswegen, es gibt noch genug Chancen. Morgen wird erstmal spannend. Es wird spannend. Wie sehe ich aus in dieser Kamera wie so ein Stück Scheiße? Sehe ich wirklich so aus? Cool, danke. Gar nicht, es war gelogen. Also naja, dann sehen wir uns irgendwann anders. Vielleicht mit Nordlichtern, vielleicht mit lebensbedrohlichen Gletschersituationen. Das schon eher. Ja. Und bis dahin. Wir sehen uns in der Gletscherschlucht oder in Magma oder gar nicht.